Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Sozialdemokratie hat ja einen Beschluss, dass sie nicht dieser Meinung ist. Aber auf kommunaler Ebene bin ich sofort bereit, dass wir beginnen hier mit einer Erstintegration auch im Wahlrecht. Menschen, die auf Dauer schon hier leben, ja, und einen gewissen Aufenthalt in Österreich haben, und da geht es ja auseinander, gibt es ja auch Initiativen über 10 Jahre, die sollen zumindest auf kommunaler Ebene die Möglichkeit bekommen, auch mitzubestimmen. Sie dürfen es ja bei der Arbeiterkammerwahl zum Beispiel auch, weil sie ja was leisten. Demokratie, mitentscheiden und speziell mitbestimmen ist eines der wichtigsten Güter, und darum bin ich der Meinung, dass alle in Österreich bei den Wahlen mitentscheiden dürfen. Was wir jetzt noch diskutieren sollten, es gibt die Idee, mit noch 5 Jahren quasi in Österreich zu sein, dass man wählen darf, aber das ist genau das, was wir uns jetzt noch anschauen müssen, aber es wird auf alle Fälle auf der regionalen Ebene, auf der Landesebene und auf der Bundesebene gelten. Nichtsdestotrotz, wir haben die strengsten Staatsbürgerschaftsgesetze in Europa. Da gehört auf jeden Fall geändert. Und nebenbei, parallel, sollten wir auch diskutieren im 21. Jahrhundert, wie wir die tausenden Menschen, die hier in Österreich, in Wien leben, mitbestimmen lassen können. Weil wenn das so weitergeht und wir untätig werden, werden wir die Zustände haben wie vor 100 Jahren, bevor das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, dass nämlich 50% der Bevölkerung in Wien nicht wählen darf.